Ja, hallihallo, wie geht's denn so? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Schon mal eine kleine Sache im Voraus. Ich konnte es in keiner Weise selbst irgendwie fixen, dass die Gegner und so nicht unsichtbar sind. Also folgende Sache erstmal im Voraus. Ich werde das Let's Play weitermachen, so wie es ist. Allerdings mit etwas mehr Hardcore. Meinetwegen sozusagen als Challenge. Was heißt das? Ich werde weiterspielen mit unsichtbaren Gegnern. Oder je nachdem, wen ich sehen werde. So als wäre ich blind. Ein blinder Bekenner. Ja, sollte es irgendwie Lags geben oder so, liegt es dann daran, dass die Welt noch lädt oder noch nicht ganz optimiert am Laden ist und es daher vielleicht ein paar Lags geben wird, vielleicht ein paar stotternde Aufnahme. Ich werde... Ah, es regnet. Ich werde schauen, wie es dann... also funktionieren wird mit dem Reiten, weil ich bin mir sicher, dass es ein, ja, da braucht immer ein bisschen zum Warmwerden. Ich werde schauen, nicht, dass es dann viel zu laggy wird, wenn ich von Gebiet zu Gebiet reite im Schnellschritt und die Aufnahme rumfriert oder so. Sondern ich werde... Was wollte ich sagen? Keine Ahnung, auf jeden Fall Elden Ring Hardcore Let's Play, unsichtbare Gegner und was weiß ich noch. Aufnahme leckt oder Spiel leckt, aber dafür kann ich nichts. Mit der Aufnahme vielleicht, aber keine Ahnung. Und ich werde ja mit der Zielerfassung schauen, was ich alles so kriegen kann. Auf jeden Fall greift mich irgendwas an. Und ich hatte vor, links von der Map zu beginnen. Ich hoffe, das ist ganz okay. Okay. Toll. War das eine Fledermaus? Okay. Alter. Jo, das sind... Alter, das sind ja Fledermäuse oder so. Mann. Oh, Vernichten von Gegnergruppen. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder. Ja, geil. Die Anzahl und Art der gefüllten Flaschen variieren je nach der Gegnergruppe. Oh, ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Und das ist ja cool. Ja, geil. Da habe ich wieder drei. Okay, das ist voll cool. Und ja, Fledermäuse scheinbar. Okay, das ist ja cool. Ich hoffe, die Aufnahme hat jetzt nicht geleckt. Ja. Also ich gehe nochmal zurück zur Kirche, werde mich da wieder hinsetzen, weil ich Leben brauche. Und ohne Blumen. Und was steht da? Aha, da gehe ich noch nicht hin. Ohne Blume. Und zwar... Ja, ich gehe wieder zurück zur Kirche und fange links von der Map an. Oh, warte mal. Hier ist doch so ein Skarabäus, wenn ich mich nicht irre. Der ist letztenweise nicht unsichtbar. Oh. Jawohl.
Jawohl, jetzt habe ich wieder drei. Sehr gut. Ja. Folgendes im Voraus. Ich werde, so gut es geht, mir die Welt anschauen. Okay, also. Ja. Willst du was? Okay. Ja. Das war es im Prinzip auch schon. Viel Spaß beim Zuschauen. Shiny. Ach ja. Ach so. Shiny. Hat er mich gesehen? Da hat mich gesehen. Ach, ich kann ihn sehen. Oh. Ja, das war nicht so toll. Oh, Shiny. Gib mir Shiny. Ja, schöner Baum. So. Da war er, ich habe ihn gesehen. Und hier sieht es vom Rücken aus. Es leckt gerade. Ah, okay, ich sehe ihn. Das ist schon mal ganz gut. Oh, das wird für mich. Oh, Bolzen der Getreuen. Es gibt also auch Armbrüste hier in dem Spiel. Sehr cool. Oh. Oh. Leuchti, leuchti. Was ist das? Oh, ein Schädel. Dankeschön. So. Was ist das? Achso, Blut, okay. Ich habe mal hier einmal beim Vorbeireiten irgendwas auf dem Boden gefunden. Ich glaube, das war nur eine Blume, oder? Kann sein. Oh nein, hier ist es, oder? Ist es das gewesen? Das ist es, das ist das. Goldschimmernder Kot. Ich hab... na immerhin, shiny. So. Das ist ein Scream, yeah. Ich trinke mal was. Weil ich hoffe, dass das hier eine Gruppe mal wieder ist. Nice, danke schön. Schmiedestein. So, da ist was. Oh. Ich war mir nicht sicher, wie nah ich noch ran. Okay. Und erst weg. Nochmal Kot. Oder? Nein, Wurzelharz. Oh. Cool. So, was gibt es hier noch zu entdecken? Ah. Na gut. Attacke.
So, was sagt mir mein Radar? Ist hier noch was? Da ist das. Was ist das? Ein Tier. Okay. Wurzelhart. Oh, Wasser. So, ist hier was? Ist hier nichts? Kann ich ins Inventar reinschauen? Ich glaube, ich kann. Was habe ich da denn bekommen? Material zur. Ah, auf dem. Okay. Aha. Wird von den Wurzeln des großen Baums ausgeschieden. Findet sich aber auch bei Bäumen auf der Oberfläche. Okay. Ah, das ist eine Blume. Okay. So, was ist hier? Hier ist ein Pilz, da wäre die Höhle, ne? Oh! Oh, da ist ein Erdfurz. Einhöhle. Unser erster Dungeon. Der ist dunkel, alles klar. Warte mal, ich hab doch. Warte mal, ich setz mich mal rein. Ah ja, beim Rumtesten, offline natürlich. Ohne auf, also mit Aufnahme, aber ich glaube nicht, dass ich das reinstellen werde. Habe ich in der Kirche irgendwas gehört, hat mir Melina hat mir da irgendwas gesagt, also werde ich mich da nochmal reinsetzen, aber später. Jetzt erstmal geht's da rein in die dunkle Finsternis. Du kommst weg. Du bist leider nutzlos. Soweit. Oh. Okay. Hackel, hallo. Jo, die Fackel funktioniert auch nicht. Ja, nice, ey. Ey. Ah. Meine Fackel ist kaputt. Gibt's doch nicht. Na. total blind, ey. Super Hardcore. Hardcore Plus. Ja, nur auf diesem Kanal. Wie viele Seelen, Runen habe ich? 1100. Das gibt's doch nicht. Meine Fackel ist defekt. Ah, untersuchen. Berufens Reserve ist jetzt aktiv. Ach, das muss man aktivieren. Ach so. Fackel? Ich weiß nicht, ob ich da rein will, so ohne Fackel, die funktioniert. Okay, folgendes. Dahin gehen wir erstmal nicht. Okay, erstmal gehen wir zur Kirche, weil ich meine, wenn die Fackel nicht funktioniert, macht es doch keinen Sinn, dann nein. Rolex. Oh, ich kann sehen. Okay. Was haben wir denn sonst noch hier? Da ist irgendwas. Da ist ein Schädel mit Items. Schein. Was ist das? Kann man sehen? Ich sehe es nicht. Oh. Was ist denn das? Da sind das Schnecken? Wow, welch epischer Fight. Okay, ich gehe erstmal dahin. Was war das? Ist das eine Libelle? Wow.
Kopf der großen Libelle. Das ist so ein Mini-Bumpf, kann das sein? Lol. Oh, schade. Mann. Okay, ich bin doch nicht so unsichtbar wie gedacht. Was ist mit dir denn? Was ist denn das? Das ist ja gar keine Schnecke. Das ist mehr wie eine Koralle. Mehr eine Koralle als eine Schnecke. Okay, das. Was war das? Was ist das? So, was gibt's denn noch? Oh, shiny. Ja, leuchti, leuchti. Okay. Oh, blinky, blinky. Okay, ich bin scheinbar doch nicht so unsichtbar. Okay, ich hoffe nur, die Aufnahme wird dann gut sein. Oh, shiny. Nein. So, was ist aber da oben drauf? Was ist das da für ein Ding? Und wie komme ich da... Ach, warte mal. Na komm. Brumm. Los. Spring an. Na los. Brumm. Wild. Stummwind ist scheinbar ein kleines bisschen älter. Schon. Ah, na endlich. So. Endlich bist du angesprungen. Endlich bist du angesprungen. So. Danke, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Hui, ich bringe. Was bist du da oben? Das sind noch irgendwelche Stangen. Hallo Adler. Was bist du? Oh, untersuchen. Hörer und Torwächter all jener, die zu den... Oh, Wurzeln heimkehren. Oh. Ja, die Fackel funktioniert, wir können rein. Okay. Ah, jetzt habt ihr mich bemerkt. Wow. Okay. Da gehen wir gleich mal hin. Ach, ich hätte auch von hier hoch. Okay. Milina, du wolltest was von mir. Hallo Pferd. Nicht hallo Händler. Oh, nein, ich kann mich nicht hinsetzen. Nein, ich muss zu Ende laden. Nein. Also doch, du hast die Höhle oder was? Och man, komm schon. Ach. Okay. Das Laden führt uns in die Höhle. Kann ich jetzt? Nein, ich kann immer noch nicht. Nein. Let me in. Also, lass mich runter. Let me down. Okay. Spiel sagt nein. Das heißt, zurück zur Höhle. Oh, Blumen. Oh, Pilz. Ach, spring doch an, Mensch. Ah.
Ach, jetzt kommst du. Ja. Ach, ich bin noch tot. Mein Gott. So. Du willst mich doch veräppeln. Oh. Let me in. Let me in. Oh, warte mal. Kann ich nicht? Kann ich nicht? Kann ich nicht? G drücken? Jawohl. Kann auch dahin reißen. Ja. Reise ich einfach durch die Barriere. Das geht doch. Oder? Ach, ich hätte zum Ding auch reisen können. Zur Kirche. Oh, ich bin schlau, ey. Hallo. Ich sehe doch zur Kirche zuerst. Warte mal. Ach komm, wir reisen zur Kirche. So. Oh, das ist ja cool. Oh, okay. Gut, gehe ich raus. Kann ich jetzt? Dankeschön. Entschuldigt das hin und her. Wir müssen uns erstmal reinspielen. Ich mag die Bilder im Laden, also beim Laden sehr. Ich finde die sehr schön und künstlerisch dargestellt. Na, endlich kann ich mich reinsetzen. Nein! So, ich will mich, Mann, ich will mich hinsetzen. Was kann ich eigentlich herstellen? Mhm. Aurora-Rosinen kann ich. 165 habe ich schon? Oha. Boah, habe ich die echt schon so oft gesammelt? Na, endlich. Was? Nicht an einem... Hä? Warum? Hä? Wer bist denn du? Frau aus dem Trailer? Hallo? A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. Oh, hallo. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ja, aber ich habe noch nichts gemacht. Ja gut, ich habe ein paar Soldaten im Wald. Oh ja, ich glaube, das bin ich. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Geisterrufende Glocke. Oh. Asche der einsamen Wölfe. Ja, die Wölfe. Yes, ich habe die Wölfe wieder. Zum Glück, um Geister herbeizurufen. Okay. Die Geister aus der Asche derer, die nicht im Elbenbaum zurückgekehrt sind. Okay. Okay. As they recall battles past, now it is thine to do with as thou wishest. Dankeschön. Ja, Geister herbeirufen. Die Wölfe hatte ich schon letztes Mal im Network-Test gehabt. Die sind voll cool.
Mit der Glocke eines Geisterrufers könnt ihr mit Asche verschiedene Geister herbeirufen. Das Herbeirufen verbraucht gewöhnlich FP. Ihr könnt immer nur einen Geistertyp auf einmal herbeirufen. In Mehrspielerpartien könnt ihr keine Geister herbeirufen. Dankeschön, gute Frau. Forgive my intrusion, tarnished. I doubt we shall again meet. Oh. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Was für zwei Finger? Nein! Ey, ich wollte mir dein Gesicht genauer anschauen und hier General Kenobi sagen und so. Och Mann. Dann wollte ich mit Hello there antworten. Ach Mann, es ist doch Och Mann, du hast mir den Show kaputt gemacht. Ich wollte dein Gesicht anschauen, weil ich glaube nur dein rechtes Auge, nein, von dir aus, dein linkes Auge war da. Das rechte war weg und andersherum wie bei Melina. Ach Mann, oh. Na gut. Also Melina, ich glaube, du wolltest mit mir hier reden am Feuer, oder? Mit Melina sprechen, genau. This tiny golden aura is the grace of the Earth Tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also, I hear you can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Wo auch immer du bist. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Hi, wie geht's? Upon the cliff, oh. In Castle Storm, a demigod. If the rays of grace in the Elden as an ally by, I pray that you to face the challenge. Herausforderungen des Rings. Lass mich raten. Sich nicht von einem riesigen Feuerauge auf irgendeinem Turm verrückt machen lassen. Nein, nichts Neues, nichts Neues. Okay. Folgendes, was wollte ich denn? Ich wollte die Runen ausgeben. Aber mache ich das jetzt? Ich hau erstmal, was ich für einen Stufenaufstieg brauche. Vielleicht. Oh, Händchen halten! Nur, nicht vor der Hochzeit! Ah, ja. ASMR. Glaube ich, heißt das? Weisheit. Was macht Weisheit? Ich glaube, ich, oder? Was macht Arkan-Energie? Was ist die Ausdauer hier eigentlich? Kondition. Ah. Okay. Geschick. Mach ich mal Geschick oder? Ich mach mal die Weisheit auf 10, damit das einigermaßen. Na, obwohl, oder Geist? Und mach ich Geist? Mache ich das? Ah, ich mach mal Weisheit auf 10, warum nicht? Ja. Dankeschön, gnädige Frau. Hast du was Neues zu sagen? Nein. Gut, dann eben nicht. To face the challenge presented by the ring. Temperatur scheint in Ordnung zu sein. Das ist sehr cool. So.
Halt, wie lange nehme ich schon auf? Entschuldigung, ich. Schon 30 Minuten? Ja, was soll's. So, da bin ich wieder verlassen. Möchte ich mal. Oh, die verschwindet wie die Hexe. Melina ist eine Hexe. Sie ist auch eine Hexe. Wait, weren't you? Well, you're back. Ja, das bin ich. So, hallo. Oh, reden. There are others of my people who yet survive in these lands. If the mood takes you and you meet one, then offer them some trade, won't you? Okay. My people, wanderers all have long been spurned by the grace of gold, which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits of sorts. Your people, the Tarnished, and mine. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers. Lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Okay. Just the way we are. Deeply unforgiving. Gut, hast du was Neues? Oh. Ach, Snai klingt gut. Ich glaube, ich kaufe mir eine Notiz. Ja, bitte. Dankeschön. Oh, na, egal, okay. Goodbye. Danke. Nice. Auf Wiedersehen. So, was hast du denn für mich? Objektherstellung, was gibt's Neues? Muss ich das erstmal lesen? Ja, Asche der einsamen Wölfe. Ja. So. Die Glocke. Aschen aus Aschen herbeiruft, okay. Nein. Ah, hier. Ah, hier. Suchen mit X. Wie kann ich eine Flasche der wundersamen Arznei liegt noch immer in der dritten Kirche von Marika nördlich des Nebelwalds. Aha. Überquert die Brücke der Hochstraße und folgt dem Pfad der Tiere nach Norden. Ach so. Das ist. Ist das eine Schatzkarte für ein Item? Ich dachte, das ist ein Rezept. Oh. Na gut, okay. Ich sehe Tiere. Glocke, 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 Glocke. Wo ist die Glocke? Wie kann ich die Glocke aktivieren? Hier? Nein. Wie kann ich? Ah. Und die Glocke? Muss ich das so machen? Okay, warte mal. Wie viel brauchen die? Hier.
Warte mal. FP kosten 55. Oh. So. Ups, nein, das war's nicht. Wie kann ich... brauche ich dafür einen Speicherplatz? Ist es das? Muss ich einen Speicherplatz dafür reinmachen? Warte mal. Ich glaube nicht, dass ich hier weniger, also keinen Fallschaden brauchen werde, oder? Die Glocke, wie verwende ich die Glocke? Wie verwende ich die jetzt? Nein. Hey, ich bin Stufe 11, hurra. Machen. Hä? Status. Ich habe wie viel FP? 77. Aber wie kann ich... Entschuldigung, ich bin gerade etwas verloren. Wie kann ich Wölfe herbeibeschwören? Die Geister von drei einsamen Wölfen. Oh, warte mal, kann es sein, dass man das nicht überall machen kann? Stimmt, da war ja irgendwas. Im Network-Test. Jetzt kann ich... Ah, genau, das ging an bestimmten Orten. Ah. Ja, wo sind die Wölfe? Hä? Ah. Cool. Also. Yeah, geil. Oh, noch ein Schädel. Fass. Was jetzt passiert?
Sind meine Wölfe verschwunden? Ach, das gibt's doch nicht. Okay. Ja. Gut, das waren die Wölfe. Dann, ja. Toll. Naja, was soll's. Jetzt gehen wir erstmal in die Höhe da rein. Die Schildkröte! Oh, wie süß! Weiß die mich? Oh, wie süß! Es gibt sogar Tiere! Also ja, es gibt... Also, ja. Oh, wie süß! Eine Schildkröte! Eine kleine süße Landschildkröte. Oh, wie süß! Wurzelharz. Oh, die war ja putzig. Und so groß vor allem. So, hallo. Dann gehen wir jetzt mal da rein. Also geht doch. Oder ich lauf mal. Sieht sie das auch oder legt gerade die Aufnahme furchtbar stark? Oh lol. Ich weiß gerade nicht, ob die Aufnahme leckt oder nicht. Kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Okay. Was ist das? Höhlenmoos. Okay. Hallo? Was macht das? Mhm. Ah, blastleuchtendes Moos wächst im Dunkeln. Die medizinische Boli, okay. Ja gut, das sagt auch nicht viel aus. Das war eine wichtige Komponente von Wurftöpfen. Mhm. Ernähren sich diese Blumen von Blättern, die vom Erdenbaum abgefallen sind. Aha. Die Wurzeln des großen Baumes bohren sich weit und breit durch die Erde des Zwischenlandes. Sie waren einst mit den Wurzeln des Erdenbaums verbunden, so heißt es zumindest. Mhm. Also es ist einfach das, wonach es aussieht. Moos halt, okay. Lecki, lecki, leck, leck. Oh lol, ist das ein großer Hund. Das sind Wölfe und keine Hunde. Was labe ich denn? Oh. Kommt der hier hoch? Der kommt da hoch. Leicht. Hallo, komm. Okay.
das war, glaube ich, Mama Wolf oder Papa Wolf, keine Ahnung. Okay. Dralilumbinandanta. Ich heile mich ganz schön gut. Oh, ein toter Ritter. Nochmal Wölfe, nochmal Wölfe. Okay. You are dead. Okay. Ist hier, es leuchtet so schön. Gesprungener Topf. Okay, cool. Dankeschön. Ah, Moos. Hoch auf dem Schild. Das sage ich immer wieder gerne. Oh, Glühstein. Also, das war was Neues, oder? Nein, war es nicht. Goldene Rune. Was ist hier? Silbernes Glühwürmchen? Hm. Oha. Okay, wofür die gut sind? Bilddarstellung. Nein, Inventar. Okay, wofür? Ein silbrig schimmerndes Glühwürmchen, Material zur Herstellung von Objekten, nahe kalten Gewässern gefunden, die vom Sonnen nicht unberührt sind. Dem Leuchten von Glühwürmchen wird eine verführerische Magie zugeschrieben. Silbernem Licht wird nachgesagt, es ziehe Reichtümer an. Oh. Dann behalte ich die mal. So. Dann war ja da noch was, ne? Kann ich? Nee, kann ich? Wie viel FP habe ich gerade? 61, ich hätte eigentlich genug. So. Bitte was? Dann haben wir da einfach mal ein Boss, okay. Trink. Auf ihn. Yes. Yes. Yes.
Bestienmensch von Farum Azula. Aha. Jawoll, Volksbude vor Gewinn. Yeah. Oh, Flammendrachen-Talisman. Gegner zu Fall gebracht. Ja. Oh, die Wölfe sind weg. Die Wölfe sind weg. Ja, ich wollte gerade Tier machen. Lang lebe der Ring der Wölfe. Oh, wie sehe ich noch? Ja, geil. Ja, geil. Unser erster Dungeon ist somit bezwungen. Okay. War das so ein Wolfsmensch oder wie oder was? So, ich habe irgend so ein Talisman-Ding bekommen. Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden. Oh, cool. Brauche ich aber nicht. Talisman mit einem uralten roten Drachen erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden. Die uralten Drachen, die in der Ära vor dem Erdenbaum regierten, beschützten ihren Fürsten wie eine Mauer aus lebenden Felsen. So wurde die Form des Drachen zum Symbol für alle Arten von Schutz. Ah. Cool, was ist das hier? Oh, zum Eingang zurückkehren. Was ist das hier? Was ist das? Wow, boah, voll cool. Nice. Lalalala. Achso. Ja. La. So. Das war ja mal voll cool. Springen und schweren Angriff machen. Voll geil. Voll episch irgendwie. Kann man gut, glaube ich, memen. Also, ja, in einen Meme verwandeln. Dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir mal weiter hoch dahin, wo... also... Ich will mich mal dahin weiter umschauen, wenn das in Ordnung ist. Oder sollte ich erstmal hier lieber zum Strand oder was auch immer hier war? Egal. Wie viele Runen habe ich bekommen? 1744. Cool. Dann will ich mich erstmal hochleveln. Oh, mit Melina sprechen. Me, I'm searching for my purpose. Given to me by my mother inside the Erd Tree. Long ago. For the reason that I yet live. Burned and bodiless. There is something for which I must apologize. I've acted the finger maiden, yet can offer no guidance. Oh, da bist du. Hallo. Maiden. My purpose was long ago lost. Mhm. Shall I turn your runes to strength? Yep. Let my hand rest upon you for but a moment. Oh, ich halte Händchen. Okay. Your ambitions. The principles you would follow. Genau, Weisheit. Oh, oh, oh. Okay. Oh, oh, okay. Gut. Ja, dann 1083, okay. Jo. Ich glaube, als nächstes mache ich die FP auf 100 oder die Aus... Ach nee, das sind doch, das sind die Fokuspunkte. FP auf 100, klingt das gut? Mit der Ausdauer? Oder die LP, vielleicht mache ich die LP zuerst auf 15. Dann mache ich erstmal alles auf 15. Achso, nein, bestätigen bitte, dankeschön. Ja, das war Arkanenergie, okay. Ja, bitte, dankeschön. So. Und weg ist er. So. Ja, wie